Octodad Deadliest Catch, sprich Octodad 2, ist heute unsere Aufgabe bei GameTube. Und wer könnte das besser stemmen als das Tentakel-Team Martin Lee? Hi. Und ich. Daniel. Ja. So, neues Spiel. Wir wagen uns ein ganz neues Abenteuer. Octodad Deadliest Catch geht nämlich im Koop-Modus, den wir schon eingeschaltet haben. Martin sitzt hier mit einem Gamepad, ich sitze an Maus und Tastatur. Und jetzt wollen wir noch mal sehen, ob wir das auch im Team gestemmt kriegen. Daniel steuert die Beine und ich einen Arm oder beide Arme, je nachdem, wie das gebraucht wird. Das werden wir gleich sehen. Wir haben zusätzlich einen Roulette-Modus angestellt. Das heißt, er wechselt zwischendurch irgendwie auch mal spontan einfach die Kontrolle. Das heißt, dann kann ich vielleicht das rechte Bein mal steuern. Na, das wird was. Das werden wir alles erleben. Aber erstmal Story. Oh, da ist unsere... He's just running late. He's always late. Oh. But what on earth is keeping him? Mr. Groom? The wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed! Make yourself presentable. She's waiting for you. So. Und da sieht man schon an den Farben. Ich bin rot, da ich bewege den Arm. Und Daniel, beweg du mal testweise die Beine, oder kannst du es noch gar nicht jetzt, weil er gerade... Nee, ich soll es erstmal machen. Ich soll erstmal den ganzen Junk, den ganzen Müll vom Tisch wischen. Das mache ich natürlich mit links. Stimmt, glaube ich, mit rechts. Ja. Und die Kissen auch gleich weg. So, right bumper to grab. Okay. Kann ich mit dem rechten Arm was festhalten? Und weg damit. Oh, ich habe sie wieder drauf. Man muss auch wieder loslassen. Ach, man muss auch loslassen können. Manchmal muss man eben auch loslassen können. Das kann ich überhaupt nicht. Ich weiß. Da ist ein Schlüssel. Den nehme ich mal auf. So. Jetzt kann ich hier den Arm noch hoch oder runter heben. Sehr gut. Nicht ins Auge. Ja, hat schon funktioniert. Jawohl. Perfekt. So. Da steuert sich übrigens mit dem... Vom Kugeln so traurig. Da steuert sich mit dem Gamepad super. Ja? Ja? Der, oh. Das stimmt jetzt natürlich nicht, aber es stimmt jetzt, schon. Nee, jetzt hast du hast jetzt ein Objectives completed. Das heißt, ich bin jetzt der rechte Arm und du bist jetzt die Beine, weil wir ja den Roulette-Modus anhaben. Das ist ja gemein, dass du jetzt gar nicht darfst. Okay. Ich darf schon noch irgendwas. Mit den Triggern rechts und links, okay. Ja. Dieser Anfangsgag mit, oh Gott, er ist ein Oktopus, der hat im ersten Spiel besser funktioniert. Ja. Denn kurz die Hintergrundgeschichte, die Umwelt unseres Helden hier weiß nicht, dass er ein Oktopus ist. Das Ziel ist, ständig so zu tun, als sei man gar kein Oktopus. Dann machst du also noch mal ich die Tür kann, auf. Ja, ich muss es erstmal kurz. Ah ja, so. Ah nee, das sind Collectibles. Ich habe jetzt die Krawatte eingesammelt. Out the door. So, ich mache hier mal auf. Warte mal, ich muss mal kurz. Links, rechts. Oben, unten gibt es nicht, sondern nur vorne und hinten. Ja, aber irgendwie kannst du auch hoch und runter bewegen, so. Den Arm. Oh, jetzt bist du die Beine. Jetzt bin ich die Beine. Und wie war das? Genau so und. Ups. Machen wir nicht alles kaputt? Ja, ja. Wir müssen unseren Anzug finden. Den Smoking. Ich kann ja noch ein bisschen mit dem Arm wackeln. Ich könnte jetzt hier mal ein bisschen die Stühle aus dem Weg räumen. Mach doch nicht alles, das brauchen wir später noch. Was brauchen wir denn dann das noch? Das ist doch hier die Feier. Drück du mal lieber hier auf den Knopf. Okay, Partei, stopp. Hier ist Partei angesagt. Disco. Wollen wir ein Tänzchen wagen? Ja, mach mal. Ja. Ich mach mit. Ich finde, können sich sehen lassen. Die Weiber stehen drauf. So. Ich glaube auch. Machen wir hier die Tür auf. Dressing Room here. Ich muss in die andere Richtung. Das Smoking? Ich lass mal los. Oh nein. Ups. So. Und jetzt lass ich los. Dann geh mal hin. Smoking war früher übrigens der alltägliche Abendanzug, ne? Echt? Den zog man an, wenn es nicht ganz so förmlich sein musste. Weil bei ganz so förmlich, da musste man. Das geht mir heute auch noch so. Frack tragen. Ja, dann gehen wir zurück. Ja. Du bist am Gehen. Du bist rot. Oh. Nee, ich bin der Arm. Du bist rot. Nee, ich bin der Arm. Ich bin blau. Du hast recht. Als wüsste ich nicht, wann ich blau bin und wann nicht. Dann werde ich ganz rot, wenn ich solche Fehler mache hier. Aber müssen wir da hin. So. Hast du einen Schlüssel? Achso, muss ich machen. Hast du einen Schlüssel? Ja, bestimmt. Was du mal für Moves machst, total smooth. Ich weiß noch nicht, wie ich den Arm... Ah ja, so, okay.
Nee. Und doch den Stuhl. Du guckst auf anders hin, das ist total geschickt von dir. Ich guck woanders hin. Du guckst woanders hin und kreist dann so den Stuhl, als hättest du das gar nicht geplant. Ja, aber so muss doch... Nee, so ich glaube, du brauchst noch einen Schlüssel. Ich glaube, du musst einfach mal näher rangehen, wie wäre das? Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Man könnte das übrigens auch zu viert spielen, aber das wollten wir euch nicht zumuten, beziehungsweise... Das probieren wir vielleicht sogar nochmal aus, mal schauen. Ja. Aber erstmal... Ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel, das hilft alles nichts. Dann. Ich habe doch den Schlüssel. Wo hast du denn den Schlüssel? Ja, rechts unten ist der hier im... wird der hier angezeigt? Nee? Ja gut, dann geh doch mal zurück, dann findet man den Schlüssel vielleicht irgendwo. Vielleicht hier bei der Box. Warte mal. Ist ja bestimmt. Mach doch mal die Torte auf. Da ist ein... Nein, da ist eine Krawatte. Weg mit der Torte. Ha! Da! Das ist neu, oder? Mit den Collectibles hier. Ja. Das wird noch ein richtiges Spiel, ich sag's dir. Nee, glaube ich nicht. Wenn die rauskriegt, was der Bräutigam hier schon für ein Chaos macht. Da ist aber kein Schlüssel. Naja, sagst du jetzt. Ups, kann ich nicht irgendwie ins Inventory gehen oder so? Ich habe schon voll Warte mal, da vielleicht, so unter voll Speed, der, die Wohnung zu bewegen. Vielleicht unter der Banane. Geh mal zur Banane. Da, wo halt so Schlüssel oft sind. Oder hier in der Bananenschatulle. Da musst du auch die Sachen mal rauslegen. Ja. In der Schatulle müssten noch Bananen sein. Nee. Haben wir da vielleicht doch? Gehen wir nochmal dahin. Ja, und dann... Dann krabbeln wir das mal hin. Ich meine, es blinkt doch schon. Aber immer wenn ich da hingreifen will, dann greift er, was am Boden liegt. Ich meine... Wie greift der gerade? Wie sieht denn das jetzt aus? Na, er greift immer zum Korb. So richtig zufrieden scheint er auch nicht. Ja, Nee, keine Ahnung, was tun? So, wir gucken uns auch mal ein bisschen um hier. Ich kann auch immer hier so mich auf den Boden schmeißen. So. Unlock. So. Vielleicht haben wir da drin was übersehen, aber wir sollten eigentlich nur den Smoking rausholen. Da hängt doch der Schlüssel, mein Gott. Gut, dass ich da mal reingeguckt habe. Dann nehme ich mit. So. Gut, dass da kein Zeitlimit ist. Das kommt bestimmt noch. So, voll geschmeidig hingegangen. Und weiter geht's. Perfekt. Find your Bowtie. Die Fliege. Erstmal hier das Bild weg. Eigentlich hätte doch jetzt switchen müssen, so Roulette-mäßig. Aber vielleicht hat er wieder auf. Hey. War sie da? Nee. Dann ist sie vielleicht dahinten. Durch die Tür. Boah. Da ist die Fliege. Oh, das sieht ja ein bisschen so hier aus nach Lovecraft hier. Das trifft uns immer wieder in den Solo. Wolltet ihr eh noch spielen, oder? Oh, ich bin eins von den Beinen. Sehr gut. Let go of an object while moving your arm to hurl objects, ja. Okay, du musst ihn also richtig wegschmeißen. Du bist jetzt, was bist du? Ich bin jetzt ein Bein. Okay, ich bin Du bist der das andere Arm. Bein und das und der Arm. Warum sagt er mir das jetzt? Das weiß ich doch. Ist das ein versteckter Hinweis darauf, wo hier die Bowtie ist, wo die Fliege versteckt ist? Wieso? Die sehen wir doch. Achso, man ist direkt da. Ja, wo könnte die? Du zeigst sogar drauf. Ja, jetzt schon. Sowas macht man aber eigentlich nicht mehr. Auf Leute zeigen? Nee, so mit dem Arm. Ja, toll. Jetzt hebt die doch mal auf. Ich glaube, ich muss erst mal... Das hat sich die Arme geknotet, so. Ach, jetzt bin ich der rechte Arm. Warte mal. Kannst du es vielleicht aufheben? Ja, ja, hab schon. Put on the bowtie, ja, wie denn? Ja, komm. Ja. Blup. Sehr gut. Super. Get past the hall door. Ja, du hast die Beine. Wie guckt denn der? Der ist ein bisschen traurig. Der ist nicht traurig, das ist heute sein Hochzeitstag. Sein Ehrentag. Das ist der schönste Tag in seinem Leben. Na schon. Warst du schon mal verheiratet? Nee, oder? Noch nicht. Nicht. Das ist nicht super, wenn er sich so hinsetzen kann. So. Den rechten Stick hoch, um den Arm zu heben. Das stimmt in dem Fall gar nicht, weil ich gar nicht der Arm bin. Ja, aber... So, bitte blockiere ich das gerade? So, ich zeige einen Schritt nach vorne gegangen. So, den Arm. So, jetzt bin ich... Ach, ich bin wieder ein Bein. Ich bin das Bein. Ich bin das linke Bein. Sehr gut. Get to the chapel. Oh, da war die Frau schon. Oh, wir müssen aufpassen, wir dürfen können. Oh, jetzt werden wir beobachtet, dafür kein... Das sieht man auch, die Sichtstrahlen. Achso, ich habe jetzt aber beide Beine unter Kontrolle.
Okay, ich bin nur ein Arm. Also wenn das schief geht. Ja, eine Bananenschale bei der Hochzeit. Ja. Das war bei meiner Konfirmation übrigens so ähnlich. Ja. Da lief ich so diesen Mittelgang in der Kirche lang und hatte aber total glatte Schuhe an und mich jetzt beinahe auf die Fresse gelassen. Da ist eine hübsche Dame auf dich gewartet. Ehrlich gesagt, ja. Wo ist denn der Kackring? Retrieve the ring. Vielleicht da rechts in der Box? Wieso sollte da der Ring drin sein? Heute bin ich wieder. Ich bin das linke Bein, so. So. Und ich bin. Ach, guck ich mir auch der Arm. Da ist auch der Ring drin. Da hinten, ja. Ich will aber nur den Ring direkt greifen, ohne groß. Naja, fast. Ja, ja. Ah. Ich hoffe bei meiner Hochzeit, dass meine Braut kein Tintenfisch ist. Wenn du es nicht merkst. Stimmt. Oder es ist mir egal. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. So handsome. Ja, das höre ich dann auch immer. Ich weiß auch schon, wie wir sie überzeugt haben. Wie denn? Ups, Entschuldigung. Indem du ihren Ring in die Schnauze gehauen hast. Give the ring to Scarlett. Ja, mach mal. Hallo. Ja, mach ich doch. Ich weiß nicht, warum sie den nicht haben will. Wie soll ich den anstecken oder was? Vielleicht mal ein bisschen Gefühl. Ich drehe mich mal um. Ja, vielleicht das? Ah, so ist gut. Nee? Doch jetzt. Hm. Ist gar nicht so einfach. Ich weiß schon, warum ich noch nicht geheiratet habe. Mir würde das genauso gehen. Der wirkt auch ein bisschen groß für sie, ehrlich gesagt. Sieht aus wie ein Armreif eher. Wie gebe ich ihr den denn? Wenn ich ihn halt benutze, lässt er nur fallen und ich versuche, ihn ja irgendwie anzustecken. Darling, Entschuldigung. Da gehört er auch nicht hin anscheinend. Das sollst dir doch nicht wehtun. Ja. Die ist auch so zerbrechlich, die arme Frau. Guck mal. Aber sie schaut eigentlich noch ganz... Ja. Ja, wohl ein bisschen treu doof vielleicht. Naja, muss er wohl auch. Wieso? Wenn sie es nicht merkt mit ihm. Ach so. Ja, ich guck, ich... Ich komme nicht mehr an sie ran. Mit dem Ring. Ring to Scarlet. Warte mal, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja, okay. Wir denken jetzt alles nochmal. Achso, ich muss mein Bein auch mitziehen. So. So, jetzt gehen wir nochmal langsam hin. Mit kleinen Schritten. Babyschritte zum Traualtar. Also, wie so langsam sich näher rantast. Das andere Bein muss auch mitkommen. Achso, ja. Das bist du. Na, ja. Es ist, es ist nicht so. Ja, auf Knien, siehst du? Ah, guck, das kann ich. Vielleicht so, vielleicht muss er von unten den Ring reichen. So. Na, Baby? Nee, irgendwie überzeugt. Ich glaube, ich bin noch nicht nah genug dran. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt näher ran. So. Ja. Komm, du musst auch mitkommen. So, jetzt. Jetzt leg doch mal deinen Tentakel um sie rum. Das könnte ich schon. Hm. Ich will den Arm um sie rumlegen. Oh, Entschuldigung. Man kann jetzt auch nicht tauschen, oder? Dass ich mal versuche, den Arm zu bewegen. Sehr schön. Also es ist ein Armreif und kein richtiger Ring. Doch gesagt. Cool. Oh. Oh, wir können was steuern. Das hat sich ganz schön entwickelt, das Spielmenü. Ah. Schon, ne? Das ist der erste Teil, das war so eine Art Geheimtipp, mal so ein Quatschspiel. Und dann ruckzuck warten alle auf Teil 2 und PS4 und Indie-Offensive und überhaupt. Falls wir es noch gar nicht erwähnt haben, wir haben den ersten Teil gespielt. Das wissen ja manche vielleicht gar nicht. Stimmt, ja. Das habe ich noch gar nicht so richtig gesagt. Gibt's das auch hier im Kanal. Werden wir verlinken, oben in den Anmerkungen und auch in der Beschreibung.
Könnt ihr den ersten Teil mal gucken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war auch schon als Spiel, hat es gut funktioniert. Auch wenn es halt nicht so ein... Schon? Ja. Der Song ist super. Da steuert sich Ast rein. mit dem Controller. War jetzt auch voll von allen Octopus-Spielen in den letzten Monaten eigentlich das Beste. Das stimmt. Kam nicht viel rein. Oh, der nächste Morgen oder was? Na, ich glaube, es ist halt jetzt. Schwer verkatert. Na, ich glaube, das ist alles die Vergangenheit. Ich glaube, das spielt dann jetzt nach dem. Ach so. Ich weiß nicht mehr, wir hätten das nochmal aufgehört. Ich weiß auch nicht mehr. Es war ziemlich bizarr. Man war dann in so einer komischen Basis mit so Laserstrahlen und so. In seinem Keller dann halt, in seinem Geheimagentenkeller. Ja, ich würde sagen, was es jetzt damit auf sich hat, warum er da so betrübt im Bett liegt und ob das wirklich dann alles nur schöne Erinnerung ist mit seiner Frau, finden wir in der nächsten Folge raus. Na dann, bis dann. Ciao. Ciao.